Ja, ich halte mich kurz, weil wir schon einige Reden hatten. Ich will noch mal darauf hinweisen, dass wir auch schon mit einer Radl-Demo darauf aufmerksam gemacht haben, dass die Stadt Regensburg jetzt zu einem Überfluss plant, einen Biotopplatz zu machen, nämlich im Westen draußen der Lilienthalstraße. Und die, wir haben sie jetzt schon mehrfach gehört, die leerstehenden Wohnräume in Regensburg sind in Hülle und Fülle vorhanden. Es ist wirklich nicht nötig, jetzt auch noch Naturplatz zu machen und zuzubetonieren. Es wird begründet damit, dass man dann da Wohnraum schaffen wollte. Aber Wohnraum zu schaffen, haben wir jetzt schon oft gehört, wäre genauso gut und viel sozialverträglicher und auch viel ökologischer möglich, indem man einfach Leerstand, wie dieses schöne Haus hier, instand setzt und wieder vermietet oder sogar den Menschen zur Verfügung stellt. Und deswegen ist es nicht nur unnötig, das Biotop platt zu machen, sondern auch noch ungerecht. Es schafft nur weitere Möglichkeiten, an Profite zu kommen und hat überhaupt nichts mit sozialem Wohnraum zu tun. Und es wäre deswegen nicht nur unnötig, sondern auch noch ungerecht. Es braucht wahnsinnig viel Energie, Häuser zu bauen. Also man weiß ja immer so, Heizung und Warmwasser und so weiter verschlingen große Mengen an Energie. Aber man darf nicht vergessen, ein Haus zu bauen verschlingt halt noch unglaublich viel mehr Energie. Deswegen ist es auch echt eine ökologische Frage, nicht Häuser leer stehen und dann verfallen zu lassen und dann abzureißen und neu zu bauen. Das ist ökologisch wirklich die schlechteste Option. Sondern halt zu vermieten, instand zu setzen, zu renovieren und nicht alle Daumen lang neu zu bauen, nur weil man es dann teuer vermieten könnte. Deswegen sagen wir, dass die Menschen zuerst kommen müssen und Planet over Profit. Dankeschön.